Das Bundesland Bremen ist ja generell ein etwas merkwürdiges, oder? Also jetzt nicht vom Aussehen oder so. Schaut mal hier, Bremen, wunderschön. Nein, was ich meine ist die Geografie. Schauen wir uns Bremen mal auf der Karte an. Da sehen wir, die Stadt Bremen ist komplett umgeben von einem anderen Bundesland, nämlich Niedersachsen. Das gibt es in dieser Form nicht so häufig in Deutschland. Die Stadt und das Land Berlin wären noch ein Beispiel. Die sind ja komplett umgeben von Brandenburg. Aber Bremen ist ja noch ein bisschen verrückter. Zum Bundesland gehört nämlich noch eine weitere Stadt, die allerdings ganz woanders liegt. Hier oben, an der Küste nämlich. Bremerhaven. Die ist komplett vom restlichen Teil Bremens abgetrennt und ist damit eine sogenannte Exklave des Bundeslandes Bremen. Gut, soweit so bekannt. Aber Moment mal, seht ihr das? Da ist doch noch irgendwas komisch mit diesem Bundesland. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen in die Karte reinzoomen. Ganz genau da oben. Ganz im Norden von Bremerhaven, da ist noch eine kleine Exklave. So ein winzig kleines Gebiet, das zu Bremerhaven und zum Bundesland Bremen gehört, aber komplett davon abgetrennt ist. Das ist Bremen, das ist auch Bremen und dazwischen ein winzig kleiner Teil Niedersachsen. Beide Gebiete sind nicht miteinander verbunden. Man kommt nur in dieses Gebiet, wenn man einmal kurz durch Niedersachsen durchläuft. Hättet ihr das gewusst? Ja, dieses kuriose Gebiet, was ihr da auf der Karte seht, diese winzig kleine Exklave, ist das sogenannte Fermoor-Gebiet. Und so sieht es aus. Ja, und heute werden wir mal versuchen, dieses Gebiet hier ein kleines bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Und vielleicht finden wir sogar heraus, wie diese merkwürdige Grenze hier eigentlich entstanden ist. So, Freunde, angekommen in Bremerhaven, in einem kleinen Wohngebiet. Hier habe ich jetzt mal geparkt, denn von hier aus müssen wir zu Fuß weiter, denn die kurioseste Grenze Bremerhavens und Bremens liegt mitten in der Natur. Da kommt man nicht mit dem Auto hin, glaube ich zumindest. Ich glaube, hier links müssen wir die Straße rein. Schauen wir mal, ob wir es finden. Ja, das scheint korrekt zu sein. Da laufen wir doch mal durch. Ja, es ist auf jeden Fall ein beschauliches Fleckchen. Man hört die Rasenmäher mähen, wie sich das gehört, an einem Samstag. Und da geht es jetzt rein in die Natur. Herrlich! So stelle ich mir meinen Ausflug vor, oder? Die Vögel zwitschern, überall schöne Natur. Da sind Ziegen, da hinten sind Pferde. Alles dabei, was man sich vorstellen kann. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir unsere kleine Exklave gleich erreichen, halte ich es doch für angebracht, wenn wir vielleicht erstmal die großen Exklaven verstehen. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, Bremen ist in seiner Konstruktion ein etwas ungewöhnliches Bundesland mit seinen zwei auseinanderliegenden Städten. Wie ist das eigentlich entstanden? Die Verbindung zwischen Bremen und Bremerhaven existiert eigentlich schon ziemlich lange, auch wenn die beiden Städte weit auseinander liegen. Im 19. Jahrhundert, um genau zu sein, brauchte die Stadt Bremen einen Hafen an der Mündung der Weser in die Nordsee. Der Stadt ging es wirtschaftlich immer besser und der Handel wäre sonst kaum noch machbar gewesen. Aus diesem Grund wurde 1827 ein Staatsvertrag mit dem Königreich Hannover geschlossen. So entstand die heutige Stadt Bremerhaven. Die Entstehung der deutschen Bundesländer hingegen ist noch nicht so lange her. Am 21. Januar 1947 wurde das Bundesland Bremen gegründet und diese Gründung war mit ein paar Hürden verbunden.
Wir sprechen hier von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland lag bekanntermaßen in Schutt und Asche und die Besatzungsmächte hatten das Land unter sich aufgeteilt. Hier im Nordwesten des Landes hatten die Briten das Sagen. Auch die Stadt Bremen wurde von den Briten erobert und trotzdem änderten sich die Besitzverhältnisse kurz danach. Denn auch die Amerikaner wollten ein Stück vom Kuchen abhaben. Im Februar 1945 einigte man sich, die Briten bekamen den kompletten Nordwesten des Reichs, Bremen, einschließlich Bremerhaven allerdings, wurde den Amerikanern zugeschlagen. Dieser Teil des Landes sollte künftig die Enklave Bremen sein und unter amerikanischer Kontrolle stehen, allerdings nicht Teil der US-Zone werden. Also alles super kompliziert. Ein Jahr später wollten die Briten dann ihre Besatzungszone in 4 Länder aufteilen. Eines davon sollte Niedersachsen heißen. Und auch Bremen und Bremerhaven hätten eigentlich dazugehören sollen. Die Amerikaner allerdings waren auch damit nicht einverstanden. Sie wollten Bremen und Bremerhaven lieber zu einem eigenen Bundesland machen. So, und jetzt die große Frage. Warum so kompliziert? Was hatten die Amerikaner von dieser merkwürdigen Regelung? Nun, die Gründe sind exakt dieselben wie damals im 19. Jahrhundert. Die Amerikaner, die den Süden Deutschlands eingenommen hatten, benötigten einen Hafen. Einen Hafen, den es im Süden nun mal nicht gibt. Also bekamen sie Bremen, inklusive Bremerhaven, ein seit Jahrhunderten eingespieltes Team. Und seitdem bilden diese Städte, obwohl sie an 2 völlig unterschiedlichen Orten liegen, ein Bundesland. Ja, und so ist das Bundesland Bremen entstanden. Spannende Geschichte, oder? Ja, jetzt würde ich sagen, ist es aber Zeit, sich mal mit den kleinen Randaspekten dieser Geschichte zu befassen. Und ich bin tatsächlich angekommen. Schaut mal hier. Das ist sie. Die merkwürdige Grenze. Ich bin jetzt hier gerade noch in Bremen. Und wenn ich jetzt hier über diese Brücke laufe, bin ich in Niedersachsen. In einem ganz kleinen Ministreifen Niedersachsens. So. Da sind wir. Ich würde sagen, ich versuche euch das jetzt mal möglichst anschaulich einmal zu beschreiben. Wir kommen von Bremen, gehen jetzt auf die Brücke drauf und sind damit in Niedersachsen. Also an dieser Stelle ist genau dieser Bach hier, die große Beek, ganz offensichtlich für die Grenzziehung hier verantwortlich. Genau. Und dann finden wir hier in der Mitte halt eben diesen kleinen Streifen Niedersachsen und dann hier hinten dann eben die Exklave. Hier ist auch so eine Pferdekoppel. Also die Pferdis da hinten, seht ihr die? Schaut mal da. Ihr seid niedersächsische Pferde. Auch wenn euch das wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert. Egal, ich wollte es euch trotzdem mal gesagt haben. Ja, dann laufen wir mal ein kleines bisschen durch niedersächsisches Gebiet. Und hier sehen wir auch, dass hier tatsächlich in diesem schmalen Streifen auch Grundstücke sind, zumindest. Und mir scheint, dass da auch das ein oder andere Haus steht, die dann in diesem Fall ja auch in Niedersachsen liegen müssten. Sehe ich das richtig? Ja, also wir laufen jetzt hier quasi so komplett an der Grenze entlang. Hier, wenn wir jetzt hier über diesen Bach springen würden, dann wären wir schon wieder in Bremen. Die Pferdis da hinten sind aber Niedersachsen. Also es ist wirklich völlig verrückt. Ja, und hier müsste sich dann wiederum die nächste Grenze befinden. Niedersachsen, Bremen. Das passt ungefähr, genau. Und ich vermute, dass sie genau hier ist. Jupp, weil hier ist nämlich auch nochmal so ein kleiner Bach oder so ein kleiner Graben oder sowas. Ich vermute, dass der direkt auf der Grenze liegt. Hm. Genau so ist es. Spannend, oder? Ja, und damit sind wir wieder in Bremerhaven, beziehungsweise im Bundesland Bremen. Das, wo ich jetzt hier gerade stehe, ist tatsächlich dieser mysteriöse Exklaventeil, komplett abgetrennt vom restlichen Bundesland. Juhu, irgendwo da hinten. Ja, soweit, so kurios. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was zum Henker soll das? Wie ist diese merkwürdige Grenzführung hier entstanden und auch diese merkwürdige Exklave hier? Und
Ich mache ja dieses Format hier auf YouTube nun schon ein kleines bisschen länger und tatsächlich bin ich noch nie so derart an meine Grenzen gestoßen bei der Recherche wie bei diesem Thema. Ich habe versucht, in verschiedenen Quellen zu recherchieren, wie das hier entstanden ist. Ich habe auch verschiedene Leute angefragt, die sich so ein bisschen mit Bremerhaven und Bremen und der Geschichte auskennen sollten. Aber alle waren gleichermaßen ratlos und tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass überhaupt jemand diese komische Frage stellt. Denn offenbar macht sich über diesen merkwürdigen Grenzverlauf niemand mehr irgendwelche Gedanken. Eine Stelle, die konnte mir schließlich dann doch noch weiterhelfen, und zwar das Stadtarchiv Bremerhaven. Die können mir zwar auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie diese Grenze hier entstanden ist, aber sie haben zumindest eine sehr einleuchtende Theorie und die geht so. Wir müssen viele, viele Jahrhunderte zurück in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der die eigentliche Grenze Bremerhavens noch ganz woanders liegt. An einem Bach nämlich, der großen Beek. Das ist dieser hier. Das Fermoor ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Teil von Bremerhaven. Es kommt erst später dazu. Und unter welchen Umständen ist dabei nicht so ganz klar. Die Besitzverhältnisse des Fermoors, so hat es mir das Stadtarchiv erklärt, sind offenbar schon im Mittelalter ziemlich umstritten. Man geht aber davon aus, dass das Gebiet dann um etwa 1500 durch die Gemeinde Lehe in Besitz genommen wurde. Das ist die Vorgängergemeinde Bremerhavens, heute als Bremerhaven-Lehe bekannt. All das ist auch in einem schriftlichen Dokument aus dem Jahre 1871 nachzulesen. Dieses belegt laut dem Stadtarchiv eindeutig, dass das Fermoor in dem besagten Jahr zu Lehe gehörte. Ja, und wie ist jetzt dieser kleine niedersächsische Streifen hier zu erklären? Nun, die Niedersachsen wollten zu diesem Zeitpunkt offenbar die Hoheit über diesen Grenzbach, die große Beek, nicht abgeben. Und daher, so zumindest die Theorie des Stadtarchivs, einigte man sich. Dieser schmale Geländestreifen blieb in Niedersachsen und das Fermoor wurde zur Exklave. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja, heute wird ganz offensichtlich nicht mehr um dieses Gebiet hier gekämpft. Ganz offensichtlich denkt auch kaum noch irgendjemand drüber nach, dass das hier doch eine etwas merkwürdige geografische Konstruktion ist. Das Fermoor gehört heute zum Bremerhavener Stadtteil Leherheide, besteht vor allem aus Waldgebiet, aber auch, wie der Name schon sagt, einem Moor, dem letzten und einzigen Hochmoor im Bundesland Bremen. Das ist nochmal so ein kleines Politikum, denn dieses Moor droht auszutrocknen und die Stadt und das Bundesland versuchen, das noch irgendwie zu retten. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit und ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Und das, Freunde, war meine Geschichte über die kurioseste Grenze Bremen. Wisst ihr, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Irgendwie, als hätte ich was vergessen. Lass mich doch nochmal kurz irgendwie auf diese Karte hier gucken. Wisst ihr was? Es gibt noch einen merkwürdigen Grenzverlauf in Bremen. Da müssen wir hin. In einem Kilometer rechts abbiegen auf Hammersbecker Weg. In 1,7 Kilometer rechts abbiegen auf Opitzstraße. Ja, und damit herzlich willkommen in Bremen-Fegesack. Ein Ort, der inzwischen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, weil er nämlich die Heimat des Moderators Jan Böhmermann ist. Und in seinen Sendungen redet er immer mal wieder davon. Unter anderem auch von diesem China-Restaurant da, was ihr hinter mir seht, dem Aumunder Garten. Da soll er damals als kleines Kind immer gegessen haben. Das interessiert uns heute aber alles nicht. Wir sind ja kein Gossip-Magazin. Wir interessieren uns für die Grenzführung hier in diesem Stadtviertel. Denn die ist mindestens genauso merkwürdig wie in Bremerhaven im Fermoorgebiet. Ja, ihr mögt es kaum glauben, aber auch hier, ganz in der Nähe des Aumunder Gartens, finden wir eine weitere Exklave des Bundeslandes Bremen.
Genauer gesagt ist es ein winzig kleines Wohngebiet, das nicht mit dem restlichen Teil Bremens verbunden ist. Die Grenze führt hier, das sehen wir hier ganz gut, einmal quer über diesen Kreisverkehr drüber. Hier ist Bremen, dort ist Bremen, der Hammersbecker Weg aber zum Beispiel gehört komplett zu Niedersachsen, genauso wie auch die Bahnhofsstraße zum Beispiel und alles um dieses kleine Wohngebiet herum. Ja, und auch dieses Restaurant hier steht quasi auf der Ecke, also beinahe gar nicht mehr in Bremen-Fegesack, sondern in Niedersachsen. So, ich zeige euch jetzt nochmal hier ein anschauliches Beispiel aus der Wirklichkeit. Wir stehen jetzt hier direkt vorm Kreisel, schaut mal da, und stehen jetzt hier laut Karte in Bremen. Jetzt machen wir mal Folgendes, und zwar bestenfalls ohne überfahren zu werden. Laufen wir jetzt mal kurz auf den Kreisel drauf. Ja, die Leute gucken schon wieder alle total verwundert. Was will der Mann hier? Warum filmt er so einen völlig langweiligen Kreisel? Ja, deshalb filmen wir den Kreisel, denn jetzt stehen wir in Niedersachsen. Mitten in Niedersachsen. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist das da Bremen. Wenn wir jetzt die Straße reinlaufen würden, ist das aber Niedersachsen. Und wenn wir jetzt diese Straße hineinlaufen, ist das auch Niedersachsen. Allerdings gilt das eben nur für die Straße. Jetzt sind wir auf niedersächsischem Gebiet. Und wenn wir jetzt nur einen kleinen Schritt nach links machen, schaut mal da, hier aufs Gelände des Aumunder Gartens. Sind wir in Bremen und hier wieder in Niedersachsen. Kurios, oder? Ja, und ihr könnt es euch vielleicht denken, auch hier in Bremen-Fegesack war es gar nicht so einfach herauszufinden, wie denn diese merkwürdige Grenze hier am Kreisel eigentlich entstanden ist. Das Staatsarchiv Bremen allerdings hat mir weitergeholfen und mir ganz offensichtlich eine alte, verstaubte Akte aus dem Keller ausgegraben. Und da steht ein bisschen was drin, was uns weiterhilft. Anders als am Fermoor ist diese Grenzziehung hier offenbar noch gar nicht so lange her. Im Jahr 1967 hat nämlich die Niedersächsische Landesgesellschaft, dazu gehören das Land Niedersachsen, die Landkreise, Städte, Gemeinden, Kreditinstitute und andere, sowie vier Privateigentümer dieses Gebiet hier um die Opitzstraße an die Stadtgemeinde Bremen veräußert. Vorher war es wohl niedersächsisch, so zumindest liest es das Staatsarchiv aus den Akten. Das könnte damit zusammenhängen, dass Bremen zu dieser Zeit in diesem Bereich möglicherweise Wohnraum brauchte. Zur selben Zeit begann nämlich auch die Bebauung dieses Wohngebiets rund um die Opitzstraße. Das war Anfang der 70er Jahre. Die frühere Meinhard-Löffler-Straße, heute Bahnhofsstraße, und der Hammersbecker Weg blieben niedersächsisch. Der Kreisel war zu dieser Zeit noch gar nicht gebaut. Und als er gebaut wurde, wurden die Grenzen dann auch nicht mehr angepasst oder verändert. Somit verläuft die Grenze zwischen Bremen und Niedersachsen heute mittig durch den Kreisel. Ja, auch wenn diese kuriosen Grenzverläufe, wie zum Beispiel auch am Fermoor, heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich Thema sind und auch eigentlich keine große Rolle spielen, hat diese Grenze hier in Bremen-Fegesack durchaus in den vergangenen Jahrzehnten Diskussionen ausgelöst. Spätestens in den 70er Jahren, als das Land Niedersachsen nämlich eine kleine Grenzberichtigung vorschlug, die hätte nämlich ziemlich große Auswirkungen auf dieses Wohngebiet hier gehabt. Viele Grenzen zwischen Bremen und Niedersachsen waren damals ziemlich willkürlich gezogen und eine solche Berichtigung hätte die Sache ein bisschen vereinfacht. Das Bundesland Bremen war dafür auch grundsätzlich aufgeschlossen, hatte allerdings auch nicht so richtig Interesse, das Ganze umzusetzen. Eine schriftliche Anfrage aus Niedersachsen mit Vorschlägen blieb mehrere Jahre unbeantwortet. Ende der 70er Jahre wurde das Thema aber schließlich aktuell. Und plötzlich wurde auch darüber diskutiert, dass dieses Wohngebiet hier an der Opitzstraße künftig zu Niedersachsen gehören könnte. Dagegen allerdings protestierten die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Wohngebiets. Sie befürchteten, als Tauschmasse an Niedersachsen abgegeben zu werden, wie der Weserkurier damals berichtete. Das würde jede Menge Nachteile mit sich bringen. Zum einen seien die Wege zu den niedersächsischen Behörden viel zu weit. Auch müssten die Kinder möglicherweise auf ganz andere Schulen gehen, wenn das Gebiet plötzlich zu einem ganz anderen Bundesland gehören würde. Das Ende vom Lied: Die Gespräche über eine Grenzberichtigung in diesem Bereich zwischen Niedersachsen und Bremen verliefen schließlich im Sande. Und das Wohngebiet an der Opitzstraße ist bis heute eine kleine Exklave des Bundeslandes Bremen. Und das
Freunde, war sie nun tatsächlich meine Geschichte über die kuriosesten Grenzen Bremens. Hättet ihr gedacht, dass es sowas gibt? Ist euch das jemals aufgefallen? Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen was gelernt. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres lehrreiches Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein kleines bisschen unterstützen wollt, ist das auch möglich, zum Beispiel bei Patreon. Den Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Oder ihr werdet Kanalmitglied hier auf YouTube, dann gibt's auch immer so ein bisschen exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. So, das war's jetzt aber erstmal für heute. Ich verlasse jetzt Bremen und sage Tschüss und bis zur nächsten Reise.